Anja Time. Hi, wir befassen uns heute mit dem Kapitel 3 des Flowshowers. Zack. Voilà, und zwar geht es um die digitale Spaltung. Nicht mit uns. Die digitale Spaltung, Digital Divide im Englischen, meint man immer eigentlich, das würde einen selber nicht betreffen, sondern das ist immer ganz weit weg. Irgendwelche anderen Menschen, die so arm sind, dass sie kein Internet haben, dass sie kein Handy haben oder keinen Zugriff irgendwie aufs Internet. Das ist falsch. Digitale Spaltung betrifft uns mehr oder weniger alle. Wir sind eigentlich alle auf dieser Welt davon betroffen. Es ist keine weltpolitisch regional zu identifizierende Gruppe, die man dann, wo man dann sagt, ah, das ist diese Region, die sind jetzt abgespalten von dieser digitalen Weltgesellschaft, sondern es geht quer durch die gesamte Gesellschaft und im Grunde sind wir auch fast alle persönlich davon betroffen. Das will ich jetzt mal erklären, worum es da geht, welche Faktoren uns daran hemmen, diese digitale Spaltung zu überwinden. Okay, wer ist digital ausgeschlossen? Möchte ich gerne anhand von 5 Ebenen aufzeigen. Was braucht man eigentlich, um digital mitspielen zu dürfen? Punkt 1 haben wir schon gesagt, Access, Zugang. Wir brauchen überhaupt einen Zugang zum Internet. Kommt nicht von ungefähr, dass mit der Einführung des iPhones und des iPads Apple zu dem wertvollsten Unternehmen der Welt wurde. Oder wer ist der reichste Mann, der reichste Mensch in der Welt? Das war der Mexikaner Carlos Slim Helú, der sein Vermögen damit gemacht hat, indem er die Telekommunikationsbranche in Mexiko und anderen Regionen aufbaute und das nicht nur zu den günstigsten Preisen. Ebene 2. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Skills. Also neben dem Zugang, das war die erste Ebene, brauchen wir auf der zweiten Ebene bestimmte Fähigkeiten, um daran teilhaben zu können. Das wird gemeinhin in dieser Szene der Medienpädagogen mit Medienkompetenz bezeichnet, dass Menschen medienkompetent werden sollen. Medienkompetenz ist viel zu wenig. Medienkompetenz kommt aus dem alten theoretischen Ballast, als man noch identifizieren lernen sollte, wie man Nachrichten in TV-Sendern oder Radiosendern oder im Printmedium, wie man die richtig einschätzen lernt. Von da wurde im Grunde dann der Medienkompetenzbegriff auf das Internet überstülpt und übertragen und man dachte, okay, man muss den Leuten nur beibringen, diese Fake News, das zu identifizieren, was ist daran Fake und was ist daran News. Das ist natürlich weit zu wenig, sondern es braucht weit mehr und andere Kompetenzen. Ich habe dazu an vielen anderen Stellen schon gesprochen. Ich werde mal nur darauf jetzt verweisen, hier die Skillsets und Mindset und Toolsets, die alle zusammenkommen müssen, um eine bestimmte Kompetenz auszuprägen. Die Medienkompetenzdebatte ist insofern maximal unterkomplex, wenn nicht sogar geht es ja am Thema vorbei, weil das Wesentliche des Internets ist ja, dass jeder mitmachen kann. Also es nicht darum geht, Menschen beizubringen, wie sie sowas optimal und gut konsumieren, sondern es geht darum, sie eigentlich zu befähigen, ihnen Mut zu machen, selber sich da einzubringen und diese Werkzeugebene und diese Kulturraumebene eben auch mitzugestalten, mit ihrem Krips, mit ihren Ideen, mit dem, was sie da irgendwie in sich selber an Talenten haben, das nach außen zu bringen. Wie lernt man das? Meines Erachtens ja weiterhin am ehesten, indem man Learning by Doing, also indem man es einfach macht, indem man in das Netz sich hineinbegibt und dort einfach aktiv wird. Also das sind hier keine Rocket Science, das ist keine Raketenwissenschaft, hier irgendwas ins Internet reinzustellen. Das kann jeder, wenn er will. Oder sie. Dritte Ebene ist die Content-Ebene. Auch dort wird die digitale Spaltung weiter fortgeführt. Gerade im Moment erleben wir ja gerade die Diskussion auf EU-Ebene mit dem Upload-Filter. Auch darauf bin ich hier eingegangen, also nicht auf den Upload-Filter, sondern auf das Leistungsschutzrecht, auf die Netzneutralität, diese ganzen Diskussionen, DSGVO, Datenschutz, das sind natürlich alles auch Machtkämpfe, muss man gar nicht außen vor lassen. Gerade im Moment, was den Upload-Filter anbelangt, das sind Kulturkämpfe, die im Moment stattfinden, zwischen den alten Stakeholdern, die damit sehr gutes Geld verdient haben, mit ihren alten Erwerbsstrukturen, mit ihren alten Einkommensstrukturen und einer neuen Praxis zivilgesellschaftlicher Natur, die halt dieses Netz als Infrastruktur nutzt, um sich selber damit einzubringen. Das wird natürlich nicht gerne gesehen. Da gibt es sehr vielfältige Machtinstrumente und auch Interessen, genau solche Hebel zu nutzen, das ist vermeintlich, um die Urheberrechte von
irgendwelchen Künstlern ginge oder die auch unterbezahlt sind alle. Und das wird vorgeschoben, um das alles zu kontrollieren. Das sind im Grunde Kämpfe, also diese Content-Ebene. Wer darf denn dieses Internet nutzen, um Inhalte einzustellen? Das ist natürlich eine ganz maßgebliche Ebene, die auch darüber befindet, ob es eine digitale Spaltung und wer davon betroffen ist, ausdrückt. Vierte Ebene wäre dann die persönliche Motivation. Wir kommen halt aus dieser alten Konsumgesellschaft, dieser medialen Konsumgesellschaft, in dem wir die Inhalte anderer Menschen gerne konsumieren und wir auch darauf getrillt wurden, kulturell uns nicht so sehr selbst dort auszudrücken in diesen Medien, also nicht so sehr, das wird dann immer gleich unterstellt, dass man das alles nur macht, irgendwie um sich selber in den Vordergrund zu rücken, um irgendwie sich irgendwie aufzuspielen oder was auch immer. Also diese Motivation, die gerade auch in der deutschen Kultur halt sehr zurückgeblieben ist, würde ich mal sagen, sich wirklich konstruktiv, aktiv hier im Netz einzubringen als kritischer, konstruktiver Geist, auch diese Motivation muss man erstmal aufbauen und auf dieser Ebene passiert auch sehr viel des Digital Divide, nämlich es gibt Leute, die sich das trauen und es gibt welche, die sich das nicht trauen. Das ist eine kulturelle Ebene, auf der auch gekämpft wird. Also zu der Zeit, als ich hier diesen Flowshower geschrieben habe, da war ja gerade diese digitale Demenzdebatte ganz aktiv, irgendwie, dass es irgendwie überhaupt nicht gut sei, so viel irgendwie digital zu konsumieren. Damit spielen sich natürlich bestimmte Menschen auf, indem sie halt genau diesen kulturpessimistischen Ansatz verfolgen, weil sie davon sehr gut leben und da auch Gehör finden. Und um das irgendwie zu zeigen, mal wie sich das dann ausdrückt, ich war heute auf dem Facebook-Event Digital Durchstarten. Voilà, gab sogar Printmaterialien. Das war eine sehr gute Veranstaltung, war kostenfrei, gab Essen, Trinken, alles umsonst im Postbahnhof hier in Berlin. Gestern Vormittag, als es ums Marketing ging, war es wohl noch sehr voll. Heute ging es um Community, es war so ein Family-Event, es gab kostenlose Workshops für Kinder, wie sie Roboter programmieren lernen, coden lernen. Es gab Diskussionsrunden, über auch digitales Lernen, digitale Bildung, wie man Instagram nutzt, wie man Facebook-Marketing nutzt, Advertising und so weiter oder Community-Gruppen nutzen kann, um für die eigene NGO oder für die eigene Community dort Menschen mitzunehmen und dort halt so einen Resonanzraum auch zu schaffen. Also es war wirklich toll. Kostenloses Lernevent der besten Güte. Es war wirklich schön aufbereitet und trotzdem heute doch relativ leer. Und ich kann das mir nur darauf zurückgreifen. Ich meine, es ist Samstag. Es ist eigentlich der ideale Zeitpunkt für Families, um da gemeinsam hinzugehen und sich das mal anzuschauen und dort mit ihren Kindern im Grunde auch denen die Möglichkeit zu bieten, dort anzudocken an dieser Netzwerkgesellschaft. Und es wird kaum wahrgenommen. Und ich denke, das liegt an diesem Bashing, was halt offiziell da immer die ganze Zeit geschieht, an was das Facebook ist ätzend und bäh, die wollen nur an eure Daten und die wollen euch irgendwie nur ausnehmen und so weiter und so fort. Ich halte das für fatal, weil es ist ein international dominantes Netzwerk, was man bespielen lernen muss. Man muss es nicht gut finden, aber man muss es bespielen lernen. Und man muss, denke ich, heute Menschen dazu enablen, diese Instrumente, diese Wirkmechanismen auch für sich zu nutzen. Wir sind da alle in Deutschland viel zu naiv und auch viel zu zurückhaltend, dieses gigantische Potenzial, was früher nur großen Medienanstalten zur Verfügung stand, das für uns zu nutzen. Das ist im Grunde auch diese Motivationsebene. Diese wird nur auf der kulturellen Ebene ausgespielt. Das wird über die kulturellen Diskurse ausgespielt von Menschen, die sich erheben und diesen Diskurs so prägen, dass sie andere abhalten, weil die das überhaupt gar nicht einschätzen können. Und die dann denken, ach nee, dann gehe ich dann da besser nicht hin, wenn alle sagen, dass das nichts ist und die müssen sich ja auskennen, weil das ist ja die digitale Crème de la Crème und so weiter. Das ist ein ganz fatales Signal und ich glaube, da müssen wir alle noch an uns arbeiten, an unserem gesellschaftlichen Diskurs. Ich weiß, dass auch da gibt es Machtinteressen, auch in der Zivilgesellschaft gibt es Machtinteressen, da will jeder der Vorreiter sein, seine Meinung hier durchzudrücken. Wer sich dem nicht aussetzen will, dem allgemeinen Meinungsbild von Menschen, die auch natürlich immer eigene Interessen verfolgen, der sollte sich unabhängig machen und sich ein eigenes Meinungsbild verschaffen. Und dafür eignen sich auch solche Events, nicht alleine. Man muss nicht nur jetzt zu Facebook gehen. Es gibt aber eine Vielzahl anderer, auch kritischer
anderer Diskurse, die man dann auch beobachten kann. Aber das sollte man nutzen für sich. Jetzt kommen wir zur fünften Ebene. Das ist die letzte. Wer repräsentiert uns denn? Wie wird eigentlich diese Internet-Governance, diese Politik des Internets, wo wird das eigentlich entschieden, wer, wann, wo, wie Zugriff haben darf, wo die Server stehen, unter welchen Rahmenrichtlinien das geschehen darf und muss. Und da ist die Zivilgesellschaft noch viel zu wenig involviert. Das wird maßgeblich beeinflusst von den großen Unternehmen, den großen Konzernen und von der Politik. Das sind geschlossene Kommunikationsräume. Und das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Wir müssen als Gesellschaft kulturelle Codes und Praktiken einüben, uns Mut machen, diese Kultur auch zu praktizieren, Menschen aufzufordern, irgendwie sich da einzubringen und weniger sie als Opfer der Umstände zu begreifen, die jetzt irgendwie betüttelt werden müssen, dass sie irgendwie lernen, wie sie irgendwas da nutzen können. Also weniger als Opfer, denn irgendwie ihnen Mut zu machen, sich als kreative, aktive dort im Internet zu beteiligen. Aktiv. Nicht nur zu konsumieren und mal einen Daumen hoch. Wobei, das könnt ihr auch machen. Ansonsten werden wir von den alten Stakeholdern, die auch die alte Welt prägten, in der neuen Welt wenige Schlupflöcher finden, um uns dort selbst mit unseren Ideen und unseren Ansätzen, wie wir denken, wie die Zukunft aussehen sollte, einbringen können. Insofern, das ist digitale Spaltung. Also ich möchte, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich über das Internet konstruktiv, kritisch, aber auch motivierend einzubringen, um bessere Lösungen für unsere weltgesellschaftlichen Probleme einzubringen. Alles, was die Menschen daran hindert, sich so einzubringen, ist für mich digitale Spaltung, Digital Divide. Da müssen wir an den verschiedenen Stellen, also am Zugang, an den Fähigkeiten, an den Inhalten, an der Motivation und an der Repräsentation, das sind die fünf verschiedenen Ebenen, auf denen wir intervenieren müssen, um das freizuräumen, damit alle Menschen sich beteiligen können. Fazit ist, wir müssen gemeinsam unsere Kultur verändern, damit wir es schaffen, auf diesen verschiedenen Ebenen Freiräume zu ermöglichen, damit sich möglichst viele Menschen einbringen können mit ihrem Grips und ihrem Verstand. Dabei bleibe ich und daran müssen wir arbeiten. Und in diesem Sinne, viel zu lang geworden. Bis dahin, bye bye. Ciao.